Moin Leute, ja, ich melde mich hier aus dem Wohnmobil ziemlich früh morgens. Ich bin heute noch zu zwei Vorträgen an Schulen unterwegs hier in Baden-Württemberg. Und ja, heute Morgen mache ich das Handy an sozusagen, YouTube und schaue, was los ist. Leroy hört auf und ich möchte dazu jetzt dann auch meinen Input geben und da auch ein bisschen nachtreten. Nein, Spaß. Ich bin ein bisschen geschockt, ich habe die Kommentare durchgelesen, ich habe das Video eben gerade eine Stunde lang reingepfiffen und ich würde damit anfangen, ich hatte auch immer mal kleine Kritikpunkte an Leroy, das muss ich sagen. Ich habe dann gesehen, also es kommt ja, wenn auf einem rumgehackt wird im Internet, dann kriegt ja wirklich unter jedem Stein, egal ob groß im Internet oder klein im Internet, kriegt irgendjemand hervor, irgendwas dazu zu sagen. Ich muss dazu sagen, ich mit diesem kleinen Kanal bin hier Sturm erprobt. Mir ist das scheißegal, wer hier was wie über mich sagt. Da können sich von mir aus alle großen YouTuber und sonst was zusammentun und meinen, sie müssen das kommentieren. Wäre mir total scheißegal, weil das auch nur irgendwelche Leute sind, die irgendwo vor einer Kamera sitzen und deren Lebensleistung auch ist, in eine Kamera zu sammeln und vielleicht ein Spiel zu spielen. Es rührt mich ein bisschen auf, weil ich auch ein bisschen traurig bin, weil Leroy sich in dem Video so doll gerechtfertigt hat. Und wisst ihr, ich fange vielleicht mit den negativen Dingen an. Es war manchmal, die Kommunikation mit Leroy war manchmal scheiße. Hätte man gedacht, so am Anfang noch, natürlich, er hat mit vielen Leuten zu tun, dass man mal sagt, wenn man mal eine Frage hat, dass man ihn mal erreicht, dass man, dass es über Instagram mal geht. Es ging mal um 2, 3 Fragen, wo es darum ging, vielleicht was vom Verein zu reposten bei Extremistlos, wenn ich Weihnachtsspenden sammle. Das wurde dann zwar gelesen und auch geantwortet, wurde dann teilweise vergessen. Aber es darf man nicht vergessen. Das ist nicht wie bei manch anderen in den DMs, dass da 2 Nachrichten kommen, sondern dass da vielleicht 1000 kommen, dass 1000 Leute am Tag schreiben. Ich habe das nie persönlich genommen, denn ich habe schon ganz viele große YouTuber mal gefragt, würdet ihr was promoten, würdet ihr eine Spendenaktion machen, würdet ihr einen Beitrag teilen, wenn wir Stimmen sammeln für eine Abstimmung? Und was kommt, interessiert sie im Endeffekt einen Scheiß. Aber ich hatte immer sehr, sehr guten Kontakt auch zu dem Bruder von Leroy, zu dem David, der auch nach wie vor, glaube ich, mir folgt. Ehre geht raus, David. Ein sehr, sehr netter, starker Typ, der da den Kontakt gemacht hat. Ja, und es sind Kleinigkeiten schiefgelaufen. Und wenn ich das jetzt mal so erzähle, dann sind das menschliche Dinge. Digga, ich arbeite jeden Tag. Und wisst ihr was? Ich mache jeden Tag Fehler auf Arbeit. Ich versabbel mich, ich mache mal was falsch, ich fülle was falsch aus, ich beantrage was falsch. Egal wie. Jeder, der irgendwie irgendwo arbeitet, macht Fehler. Und aber da kommen wir gleich noch zu. Es regt mich so auf, weil ich dieses Video gerade gesehen habe. Es tut mir so leid für diese Rechtfertigung, die dieser junge Mann da jetzt im Internet machen musste. Ja, okay. Kontakt war manchmal mies. Bei dem ersten Video wurde es vergessen zu verlinken oben. Aber da wurden mir dann erklärt, okay, die waren in einem Hotel unterwegs, wollten dann das Video veröffentlichen, da hatten sie keinen Empfang. Ja, kann alles passieren. Digital Deutschland, Alter. So, ganz einfach. Wurde dann nachträglich verlinkt und da war ich dann sehr, sehr dankbar für, habe mich sehr gefreut und die Kommentare und hat sich auch bedankt für das Video und krass, wie das abging und hat mich auch in sein Abschiedsvideo jetzt erwähnt, wie ist das Nazi sein. Wir haben ja 3 oder 4 Videos mittlerweile zusammengedreht. Da bin ich auch sehr dankbar, dass er das erwähnt hat und dass Leroy da einen großen Teil dazu beigetragen hat, überhaupt diese Community aufzubauen, diese Reichweite zu generieren und ein Bewusstsein zu schaffen, dass es dort draus Rechtsextremismus gibt und dass es auch gibt, die Leute, die aussteigen und wohin man sich wenden kann, dass wenn man aussteigen will, dass man sich an Extremismus e.V. wenden kann und ganz viele andere Ausstiegsprogramme. Okay, Verlinkung hat vielleicht mal nicht geklappt. Oh, so what? Ist halt so. So, ist jetzt kein Drama. War scheiße damals, aber egal. Wirklich egal. Was war noch zum Aufregen? Es hatte ich jemanden, der hätte gesagt, es ging ihm um Spritgeld. Auch das hat Leroy ja in seinem Video dann aufgeklärt, hat die 130 Euro da bekommen. Ja, es ist das Game, wenn jemand kommt, dass du deine Kosten ersetzt bekommst, du bist in dem Video, du profitierst dann von seiner Reichweite oder du darfst deine Story da erzählen. Das ist kein Businessmodell.
Ich habe das manchmal ohne Spritgeld gemacht, weil ich auch eigenes Geld verdiene. Also ich habe das meistens ohne Spritgeld gemacht. Ich habe dann irgendwann einmal nachgefragt, oh Mensch, wollte diesmal Spritgeld übernehmen. Gab es ein bisschen Diskussion wegen Zugfahren oder sonst irgendwas hin und her. Das hat aber seine Assistentin damals gemacht. Die war, glaube ich, auch zuständig für mich bei Jenke Crime damals. Die ist dann ja zu Leroy gewechselt. Da habe ich gesagt, ja, ich würde schon gerne mit meiner Frau kommen und dass wir danach was essen gehen, wenn es da einen kleinen Obolus gibt. Weil es einfach ein ganzer Arbeitstag ist, der weggeht, sind wir so, dann haben wir uns da nicht geeinigt, habe ich gesagt, dann habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf, ja, muss ich da nicht, ich habe sowieso da nicht so viel Bock mehr so drauf und haben uns da nicht geeinigt, aber no hate, das kann jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich zu jemandem sag, so, leck meine Mülltonne von innen aus und dafür gibt's gar nichts und jemand hat da Bock drauf, so, dann ist das erstmal von dem das Problem, wenn er geistig voll auf der Höhe ist, dass der das macht und dann sagt, er ist glücklich damit. Ich bin da so ein bisschen emotional aufgewühlt, weil was hier völlig untergeht. Also das sind so Kleinigkeiten, die so manchmal passiert sind, wo ich dann sage, ja, auch bei den Interviews. Na klar, wurde da manchmal was stehen gelassen und so weiter. Wo ich dann auch gesagt, okay, da wurde nicht nachgehakt. Aber ich habe auch nur Kernthemen, mit denen ich mich auskenne. Ich habe absolute Kernthemen, womit ich mich beschäftige, womit ich mich täglich nachlese in Zeitungen, in gewissen digitalen Formaten. Und das ist das, wo ich glaube, auch wo ich eine gewisse biografische Expertise mit dazugeben kann. Aber es gibt viele Themen, wo ich nichts dazu sagen kann. Ich könnte nichts zu Magersucht sagen. Beweisstück A. Ja, kann ich nichts zu sagen. Ich habe das dann bei Lilo geguckt, war erschüttert, wie das so läuft. Der Tod von der Josie, glaube ich, hat mich damals auch, wo ich gesagt habe, Mann, krass, wie leid mir das tut für diese junge Frau, für die Familie und so weiter. Aber viel mehr kann ich dann auch nicht dazu sagen. Und ob man sich dann dazu eine Stunde vorbereitet und dann so Markus Lanz-mäßig ein Team im Hintergrund hat, die dann auf 8 Karten was raufkritzeln oder in einem 20 Minuten Power-Gespräch irgendwie dann Informationen reinballern. Ich finde, und das muss ich hier sagen, zu 99,9% hat Leroy das 1A gemacht. Und die Lebensleistung, die der Leroy bis jetzt gemacht hat, sei es für ihn als Mensch, der mit diesem Schicksal aufgewachsen ist. Und ich kann es nicht außen vor lassen hier, dass er im Rollstuhl sitzt und dann noch schwarz ist. So hat er selber gesagt, möchte er genannt werden, schwarz. Ist die Lebensleistung von ihm, mit dieser Bürde zu starten, was die Behinderung angeht, mit den 65 oder ich glaube 70 Knochenbrüche, hat er erzählt, in jungen Jahren. Das ist ein anderer Start, als wenn man so privilegiert gesund aufwächst, so wie ich aufgewachsen bin. Punkt. Der sich dann da rausgekämpft hat, dann Basketball gespielt hat und dann seine Berufung bei YouTube in jungen Jahren erstmal gefunden hat. Ich denke, in dem der ist so jung, da wird noch ein anderer Lebensstil kommen. Lebensabschnitt kommen, in dem er mit Sicherheit auch wieder sehr erfolgreich werden wird. Es ist eine unglaubliche Lebensleistung, denn, pass auf Leute, ich bin ich bin 100 Tage im Jahr bin ich irgendwie an Schulen unterwegs oder Jugendhilfeeinrichtungen und sonst irgendwas. Und ich werde so gut wie immer auf die Leroy-Videos angesprochen. Irgendjemand kennt mich immer von den Leroy-Videos. Wer hat also ins Kinderzimmer, aufs Smartphone, diese Themen gebracht, von Extremismus, Rechtsextremismus, Antifaschismus, Spielsucht, Alkoholismus, Magersucht, alles Mögliche. Leroy hat alles auf die Agenda gebracht und überhaupt sich damit zu beschäftigen, dass es daraus gibt. Kein anderer hat so viele gute, kritische, wichtige Themen ins Kinderzimmer gebracht wie Leroy. Die Herausforderung gebe ich jedem, ich will die ganzen großen YouTuber gar nicht persönlich angreifen, weil sie mir einfach auf den Keks gehen. Ich konsumiere die auch teilweise, einfach weil ich auch mal manchmal abschalten möchte, lachen möchte und so weiter. Aber deren Mehrwert ist gen Null. Null. Wir reden über Leute, die nichts machen, die vielleicht Pakete auspacken, die zusammen mit der Community shoppen, die einen Spaß sich draus machen, dass sie für 30, 40, 50.000 Euro shoppen gehen oder sonst irgendwas. Ja, da ist null Mehrwert. Und die setzen sich hin und reißen jetzt ihre Fresse auf. Die machen jetzt jemanden nieder, der durch Deutschland getingelt ist. Ja, sich mit Leuten getroffen hat, wo die meisten davon Angst hätten, die überhaupt zu treffen. Und ich meine jetzt nicht Angst, vielleicht jemanden wie mich zu treffen oder einen Gangster oder was weiß ich, sondern du musst ja auch dich erstmal treffen mit jemandem, wo du weißt, der stirbt vielleicht bald. Das ist kein Treffen, das man macht so aus dem Handgelenk heraus und sagt, scheiß drauf, geht mir völlig am Arsch vorbei. Ja,
mit der Josie da hinsetzen und mit allen möglichen Menschen oder mit stark behinderten Menschen, ja, das kostet manchmal Kraft, Überwindung, da hinzugehen und zu sagen und sich damit zu beschäftigen. Und da geht Leroy ja auch nicht raus und ist dann irgendwie ein Stein, sondern das macht ja was mit einem. Und ich, dass die jetzt da alle rauskriechen und der oberste Kommentar dann bei dem YouTube-Video davon, der sollte sich schämen, weil was immer das für ein Vogel ist, ja, schade, hätte besser laufen können. Alter, Leroy macht seit so vielen Jahren, hat Millionen Klicks zu diesen Themen gebracht, dass sich Leute damit beschäftigen, die dann geholfen haben, Leute auch wie bei mir, dann Leute motiviert haben, sich damit zu beschäftigen, vielleicht gar nicht erst in den Rechtsextremismus einzusteigen oder vielleicht wieder auszusteigen. Er hat diese Themen in die Kinderzimmer gebracht, auf die Telefone, dass es da eine Awareness gibt. Und das ist schon eine Lebensleistung, die größer ist, als viele andere in dem Alter je erreicht haben oder vielleicht je erreichen werden in Social Media. Leroy hat nie gesagt, dass er ein Journalist ist. Ich bin auch kein Journalist. Digga, mir ist das scheißegal. Ich mach das aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Ich bin aber auch ein bisschen älter. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung als der Leroy. Oder andere Lebenserfahrung. Nennen wir es andere Lebenserfahrung, weil ich vieles von ihm natürlich auch nicht nachvollziehen kann. Und ich nie in seinen Schuhen war. Und das ist auch nicht der Anspruch. Wisst ihr, wenn die Leute das wollten, dass Journalisten das aufarbeiten, dann könnten sie ganz normal die Öffentlich-Rechtlichen gucken. Aber da klicken die Jugendlichen ja nicht rauf, weil sie wollen, dass jemand aus ihrer Altersklasse, aus ihrem Bereich, in ihrer Sprache mit den Menschen spricht. Das ist doch der Mehrwert, weil es dann überhaupt konsumiert wurde. Diese Millionen Leute, die den Leroy konsumiert haben, die wären doch gar nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen rübergegangen, wenn da Journalisten die gleiche Scheiße gemacht hätten mit den gleichen Leuten. Wer ist nicht angekommen? Wer ist nicht geguckt worden? Wäre das bei YouTube untergegangen mit 70.000 Klicks anstatt 5 Millionen bei Leroy? So einfach ist das. Diese ganzen Angriffe und die danach kommen, diese ganzen Kackvögel, die sich jetzt dazu äußern werden, die sollten sich mal zurückhalten und sich mal selber fragen, welchen Mehrwert habe ich geleistet? Wenn ich da zurückgucke, was ist der Mehrwert? Ja, ich fahre ein Ferrari oder ich fliege jetzt privat und hier wohne ich jetzt auf einer Insel und so weiter. Es ist absolut eine kaputte Welt in diesem Internet, dass keiner von denen überhaupt einen Mehrwert irgendwie schafft. Und selbst wenn sie Aktionen machen, ja, Leroy war jetzt in der Kritik wegen diesen Sachenverlosen und angeblich Casino-Werbung. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe es nicht als Casino-Werbung verstanden. Ja, Kryptowährung hat einen scheiß Ruf. Ich persönlich habe da keinen Bezug zu. Ich kann mich da gar nicht so richtig zu äußern, weil ich mit Krypto nicht so richtig beschäftigt habe. Ich habe da, glaube ich, auch mal ein bisschen was versucht und keine Ahnung, ob da überhaupt noch irgendwo ein Taler liegt, aber der ist total im Arsch. Deswegen, ach scheiße, Philipp, Alter, das war ja so. Also, ich kann nur sagen, Jeder kann sein Geld in irgendwas investieren, wenn man es übrig hat. Wenn du deine Wohnung bezahlt hast, dein Essen bezahlt hast, dein Auto bezahlt hast und du noch was Gespartes auf der Seite hast für schlechte Zeiten und dann sagst du, das Geld, das könnte ich auch anzünden, dann von mir aus investiert das in irgendeinen Scheiß. So, diese ganzen Kackvögel, die hier Spiele spielen. Ich werde auch jeden Tag fast markiert auf irgendeinem Gewinnspiel. Markiere irgendeinen Freund, werde ich auch immer mitmarkiert von irgendwelchen Leuten. Ich weiß gar nicht, warum ich die Markierung bei mir noch drin gelassen habe. Dass da ein Auto zu verlosen ist, dass da was dahinter steckt, dass irgendjemand da einen Mehrwert von will, dass keiner einfach nur ein Auto, ein Mercedes oder sonst irgendwas verschenkt und diese ganzen, ja, ich werde los in die Playstation, sitzen sie da alle mal vor diesem Playstation und machen ja ein cooles Bild und sitzen da und machen total den Harten und so. Das sind menschlich ein paar Kackvögel. Die können sich jetzt auch ins Internet setzen und sagen, ja, na und, dafür lächle ich aus meiner Villa heraus. Ja, vielleicht lächelt man in einer Villa, vielleicht ist man trotzdem dann ein einsamer kleiner Junge und dann jetzt auf dem Leroy Room zu hacken, finde ich richtig, richtig schlecht. Denn die Quote von dem, was er nach meiner Meinung, wo er Fehler gemacht hat, die ist bei 500, 600 Videos, die ist minimal. Wir reden da über vielleicht 1%, wo man sagt, boah, Digga, das war ein Fehlgriff. Wer von euch kann sich denn jetzt hier hinsetzen und sagen, ich hab noch nicht daneben gegriffen, ob ich was im Internet gemacht habe? Ob ich da mal was kommentiert habe, ob ich gearbeitet habe, ob ich privat mal keine Kacke gebaut habe, na, der soll sich mal hinsetzen. Sondern das ist heute aus meiner Sicht ein trauriger Tag, dass Leroy aufhört, weil er diese Themen so bearbeitet hat und so beachtet worden ist. Die Videos wurden teilweise in den Schulen gezeigt. Sehr, sehr, also ich habe viele Lehrkräfte, die darauf aufmerksam geworden sind, auf die Themen, die dann diese Videos, die kurz und bündig gemacht wurden. Es musste kurzweilig sein.
Kein Jugendlicher konsumiert die Videos, wenn die 2-2,5 Stunden lang sind, so wie ich, wenn ich manchmal reacte, die konsumiert keiner. Sondern er hatte die Wahl, irgendwann auch fair die Leute darzustellen. Er hat Sequenzen in seinem Rechtfertigungsvideo jetzt gezeigt, ja, wo er dann gezeigt hat, so, dass er mit den Leuten dann hinter den Kulissen und so doch, ja, doch gesprochen hat und kritisiert hat und so weiter. Und ich finde diese Rechtfertigung, Leo, hast du nicht nötig. Von mir gehen alle Daumen nach oben, nach wie vor. Ich wünsche dir wirklich alles Gute auf diesem Lebensweg. Aber ich muss sagen, dann ja die Kritik, ja, Leroy hat damit auch Geld verdient. Ja, okay, das ist Arbeit, dafür wurde er bezahlt, er wird über Werbung bezahlt von YouTube oder wo er kurz bei Funk war oder sonst irgendwas. Und? Also wenn irgendjemand jetzt hier an die Wohnmobiltür klopft und sagt, Philipp, pass auf, ich bezahle dir jeden Monat 10.000 Euro, dafür, dass du fünfmal die Woche ein Video machst zum Thema Rechtsextremismus oder über Kriminalität, würde ich sagen, sie haben sich soeben einen knapp über 100 Kilo wiegenden Philipp Schlaffe gekauft. Wenn ich mein Content so machen darf, wie ich möchte, ohne dass sie reinquatschen, wurde ich gekauft. Also all diese Sachen, die regen mich wirklich auf und es war mir wichtig, das mitzugeben. Leroy, du hast so einen unglaublichen Mehrwert gemacht für ganz viele junge Leute, würde ich sagen, die jetzt zwischen 15 und 25 waren. Die sind mit dir zusammen im Internet aufgewachsen. Du hast ihnen diese Themen beigebracht. Ich selber bin dir sehr dankbar. Es hat meinen Kanal unglaublich gepusht, dass ich mehr Leute erreichen kann, um diese Arbeit mit dem Verein gemeinsam zu machen. Und mir ist das so wichtig zu sagen, auch direkt an Leroy gerichtet und an viele andere, mit denen ich schon Videos gedreht habe. Da sind ein paar charakterliche, schwache Leute manchmal dahinter. Ich mag es jetzt nicht persönlich machen. Wisst ihr, ich persönlich über mich weiß, ich habe charakterliche Schwächen und die sind da. Das ist einfach so. Der Philipp, der hier gerade vor der Kamera sitzt, ist schon die beste Version, die es von ihm gibt, die es je von ihm gegeben hat, glaube ich. Ich bin aber trotzdem noch sowas wie Windows 95 mit massiven Fehlern und noch nicht allen Funktionen. Aber es gibt Leute, die sich im Internet hinsetzen und denen hat dieser Applaus, dieses Daumen nach oben drücken und Twitch-Abos, YouTube-Abos oder Instagram-Follower hat die kaputt gemacht und die glauben, die können über Wasser gehen. Aber das können sie nicht. Und da sitzen teilweise kleine, gebrochene, depressive und charakterlose kleine Jungs und Mädels davor, die dann, wenn die Kamera angeht, teilweise 2-3 Stunden in die Kamera lächeln können, das Ding dann ausmachen und dann in ihren Ferrari heulen oder in den Porsche heulen. Und die hacken dann jetzt auf dem Leroy rum, dessen Kanal wirklich einen Mehrwert geschaffen hat. Es tut mir leid, dass ich habe das hier 0,0 gescriptet. Das war mir auch wichtig. War ein bisschen traurig, das heute Morgen zu lesen. Ich hätte mir gewünscht, dass Leroy diesen Shitstorm irgendwie durchsegelt und sagt, ich scheiß auf die alle. Vielleicht ist es einfach auch eine Auszeit zu nehmen. Ich hoffe, dass er zurückkommt, ein bisschen gereifter mit anderen Themen, anderen Formaten. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön. Geht doch auf sein Video, lasst ihn ein paar Props da, einen netten Kommentar. Ich bin mir ziemlich sicher, alle aus meiner Community haben mindestens ein Leroy-Video gesehen und haben da auch einen Mehrwert von mitgenommen. Leute, vielen lieben Dank. Ihr wisst ja nach wie vor, auch wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr es auf unterschiedliche Art und Weise. Irgendjemand kann mir auch 10.000 Euro geben, ohne dass ich ein Video machen muss. Das darf man auch machen. Ich bin da absolut frei in meiner Entscheidung. So, ich muss mich langsam fertig machen. Ich werde gleich abgeholt. Und zwar gehe ich jetzt an eine Schule und werde das Thema da auch kurz aufgreifen. Also, Leute, vielen lieben Dank. Und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi aus. Heute bin ich Weil der Stadt. Weil der Stadt. Leute, Ahoi.